Die Münchnerin Amelie-Sophie Lederer ist seit Jahren Bayerns beste Sprinterin. Gerade war sie bei der Hallen-Europameisterschaft in Polen. Und qualifiziert hat sie sich für dieses Event durch ihr Auftreten und durch ihren Sieg bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund. Es war ein Lauf, den Amelie-Sophie Lederer sicher nie vergessen wird. Bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund gehörte sie zu den Favoritinnen über 60 Meter. Doch vom Start weg explodiert die 26 Jahre alte Sprinterin. Aber wieder Amelie-Sophie Lederer, die hier an der Spitze liegt und das nach Hause bringt. In neuer persönlicher Bestzeit von 7,12 Sekunden schockt sie die Konkurrenz und setzt ein Ausrufezeichen. Dabei ist Amelie-Sophie Lederer keine Überraschungssiegerin. Die gebürtige Gunzenhausenerin gehört seit 10 Jahren zu den Besten in Bayern. 2015 wurde sie mit der 4x100-Meter-Staffel U23 Europameisterin. Mit Top-Platzierungen und Erfolgen konnte Amelie-Sophie Lederer sowohl in Staffel- als auch in Einzelwettbewerben immer wieder ihre Klasse beweisen. Seit diesem Jahr gehört die Sprinterin zur LG Stadtwerke München. Die Hallen-Europameisterschaft im polnischen Torun war ihr erster internationaler Einzelstart. Und beide Goldmedaille von der deutschen Meisterschaft, wie auch natürlich die Sprinterin, sind heute zu Gast. Herzlich willkommen, Amelie-Sophie Lederer. Servus. Dankeschön, freue mich, dass ich da sein darf. Ja, jetzt kannst du auch runter. Es sei denn, dass du unentwegt diese Medaille sowieso bei dir trägst. Ja. Ist es so, nach so einem Erfolg hat man die erstmal ein paar Tage immer sicherheitshalber so in der Tasche? Nee, eher weniger. Also klar, man hängt sich sie am Anfang. Normalerweise gibt es ja Siegerehrungen an Wettkämpfen, da, wo man sie dann umgehängt bekommt. Jetzt durch Corona bei den deutschen Hallenmeisterschaften gab es leider keine Siegerehrung. Wurde die zugeschmissen dann oder was? Die konnte man sich theoretisch bei dem Siegerehrungstisch abholen. Oh. War ein bisschen schade, weil ich meine Siegerehrung könnte man trotzdem irgendwie Corona-konform. Das ist ja wie bei einem Volkslauf, kenne ich so. Wenn ich da mal ins Ziel komme, da geht man vorbei und darf sich so eine Teilnehmerplakette mitnehmen. So war es nun mal und ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann noch 2-3 Tage hinterher rumhängen habe. Ja, trotzdem, es fehlt der Moment, den Triumph noch richtig auszukosten, weil die Siegerehrung nicht da ist. Ja. War es dann aber umso schöner gleich zu wissen, okay, ich bin auf jeden Fall qualifiziert für die Europameisterschaft? Das auf jeden Fall, zumal die Europameisterschaften jetzt auch gar nicht so fester Bestandteil in meiner Saisonplanung war, sage ich mal. Klar bin ich mit dem Ziel dahin gefahren zur deutschen Meisterschaft, um mich für die EM zu präsentieren, um da unter die ersten 3 zu kommen und eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Dass es dann am Ende da hier der deutsche Meistertitel geworden ist mit der 7:12, das kam für mich eher unerwartet und überraschend. Aber umso mehr habe ich mich dann danach drüber gefreut. Aber es war auch eine Bombenzeit. Der Tag war einfach für dich gemacht. Ja, der war einfach, ja, da hat einfach alles zusammengepasst. Ich habe mich beim Warm-up sehr gut gefühlt, bin da entspannt, gelassen in den Wettkampf gegangen und habe mein Ding durchgezogen und es hat alles funktioniert und das freut mich natürlich sehr. Und dann ging es zur Hallen-EM nach Polen. Genau. Was im Prinzip auch mal vielleicht überfällig war. Du bist ja, kann man ja wahrlich sagen, jetzt kein Talent mehr. Weil du bist lang genug dabei, hast genügend Wettkämpfe absolviert. Und dann in Turn wiederum lief es nicht gut. Nicht so oder nicht so zufriedenstellend oder was war da? Nicht so wie erhofft. Also ich wollte natürlich da bessere Rennen von mir zeigen. Ich weiß nicht ganz genau, was nicht gepasst hat, aber ich konnte auf jeden Fall nicht das auf die Bahn bringen, was ich kann. Das war ein bisschen ärgerlich, es hat mich auch, war ziemlich enttäuscht dann darüber im ersten Moment, aber im Endeffekt kann ich trotzdem zufrieden sein. Ich bin bis ins Halbfinale gekommen. Es war grundsätzlich meine erste größere internationale Meisterschaft im Einzel und ja, deswegen kann ich am Ende schon zufrieden sein damit und mit meiner Saison auf jeden Fall auch. Haken wir es einfach unter Erfahrungswert ab. Genau. Und es schließt sich jetzt ja dann das nächste an. Es geht ins Trainingslager und dann wahrscheinlich kommt endlich mal ein Freiluftwettkampf. Was steht denn jetzt an? Also das weiß man natürlich noch nicht so genau. Also wie gesagt, ich fliege jetzt morgen ins Trainingslager für 2 Wochen. Sag ruhig wohin, ja, wir sind nach neidisch. Nach in die Sonne, genau, ja, wunderbar. Für uns Sprintern optimal. Danach geht es nochmal ins Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Und auch dann da darfst du sagen, wo es hingeht. Natürlich auch wieder in die Sonne nach Gran Canaria. Ah, perfekt. Und ja, danach hoffen wir natürlich, dass die Wettkämpfe stattfinden. Und am Ende natürlich, dass man auch dann die Olympischen Spiele wie geplant stattfinden. Und das ist natürlich ein Ziel von mir. Da möchte ich dann natürlich auf der Bahn stehen. Also
diese Hallenmeisterschaft hat dir auch schon so einen anderen Stellenwert innerhalb der Nationalmannschaft beschert? Ja, ein bisschen. Also klar, man ist jetzt noch nicht direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das hängt natürlich dann nochmal von der Sommersaison ab. Aber man hat sich zumindest schon mal gut präsentiert und man ist jetzt nicht mehr so, sag ich mal, ganz hinten angestellt. Aber wäre das so ein Traum, sportlich zu sagen oder zu wissen, Olympia, wenn sie denn stattfinden und du dich qualifizierst, ich komme, hurra, einmal mache ich es mit? Auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon ein Ziel, das ich schon lange habe. Und ich will mir den Traum natürlich erfüllen, dass ich dann bei Olympia am Start bin. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Danke, dass du heute Zeit genommen hast. Viel Spaß unter der Sonne im Trainingslager. Ja, es wird hart, es wird schwer, es wird schlimm. Werde ich haben, bestimmt. Und ein gewisser Neid wird dich begleiten. Tut mir leid, wenn ich es sage. Ja. Mach's gut. Servus. Alles klar, danke.